Guten Morgen. Heute möchte ich euch darüber informieren, was ich herausgefunden habe, wie man die Alterungserscheinungen der Haut verringern kann. Und das war für mich richtig, richtig mindblowing, weil ja, es sind einfache Zusammenhänge, die ich so noch nie gehört habe und ihr wahrscheinlich eventuell auch noch nicht. Und das umzusetzen ist auch sehr einfach und von daher freue ich mich, dieses Video und das Wissen dieses Videos mit euch teilen zu können. Also unsere Oberhaut, die im Laufe des Alters sich immer weiter verändert. Es kommt dann häufig zu so einer Art Pergamenthaut oder zur Hautentzündung, Altersflecken. Jeder kennt das. Und da gibt es einen Mineralstoff, das Calcium, was eine sehr große Rolle spielt in unserer Oberhaut. Und zwar ist das ein bisschen paradox. Unsere Oberhaut mag Calcium, aber sie scheut auch Calcium. Und wie passt das zusammen und wie können wir uns das nutzbar machen? Ja, generell die Oberhaut sorgt dafür, dass Mikroorganismen aus der Umwelt es schwerer haben, in unseren Körper einzudringen. Und dafür ist es auch sehr wichtig, dass wir in unserer äußeren Schicht, das sind sozusagen ja, die Hornzellen, dass diese gebildet werden, die sind sehr kräftig, die sind halt sehr, sehr protektionistisch, das heißt, das Eindringen wird erschwert dadurch, dass die halt eben so stark sind und so, ja wie der Name schon sagt, Hornhaut, so fest. Und die Hauptkomponente darin, das ist das Lorikrin. Und das ist, um das zu bilden, das ist ein Protein, das ist kalziumabhängig. Und das ist sozusagen ja, der Teil, wo wir sagen, hey, unsere Haut braucht Kalzium. Aber in der Oberhaut ist auch in einer Schicht der Basalschicht, das ist die unterste Schicht von, ja, der, von den glaube ich 5 Schichten, die wir haben in unserer Oberhaut, da ist überhaupt kein Kalzium zu finden und die einzelnen Zellen werden im Kontakt mit Kalzium in dieser Schicht in den Zelltod getrieben. Also unsere Oberhaut, Haut oben mag Kalzium, unten gar nicht. Und da gibt es eine Lösung, die unser Körper dann für unseren Organismus gefunden hat und das ist der sogenannte epidermale Kalziumgradient. Epidermal bedeutet quasi die äußere Zellschicht unserer Haut. Da gibt es 5 Schichten. Die oberste Schicht, das ist halt eben die Hornschicht oder die Hornhaut oder keine Ahnung wie das nennt, aber ich glaube Hornschicht. Und die unterste Schicht, also von diesen 5 Schichten in unserer Oberhaut, das ist die Basalschicht. Und wenn man dann eben den Kalziumgehalt in den Schichten misst, dann ist, wie ich das schon gesagt habe, in der Oberschicht sehr viel Kalzium vorhanden und in der untersten Schicht, in der Basalschicht kein. Und das ist halt so ein Gefälle und deswegen auch Gradient, also Kalziumgradient. Es gibt also einen epidermalen, also äußere Hautschicht, Kalziumgradienten, ein Abfall des Kalziumgefälles. Und da ist was sehr, sehr interessant. Und zwar, wenn wir altern, und da wird jetzt langsam ein Schuh draus, wenn wir altern, dann kollabiert dieses Gefälle. Das heißt, umso älter der Mensch, umso weniger stark ist dieses Gefälle ausgeprägt. Das bedeutet, Kalzium geht auch immer mehr in die Basalschicht und zerstört quasi die Zellen, beziehungsweise die Teilungsgeschwindigkeit der Zellen wird verringert. Und dadurch, wenn die Teilungsgeschwindigkeit der Zellen verringert wird, altert man natürlich schneller, weil der Körper sich nicht so gut wieder regeneriert. Und da kommt es dann eben zu solchen Ausprägungen, wie dass die Haut so, ich weiß nicht, wie man das, ja, Pergamenthaut, wisst ihr, was gemeint ist? So eine ganz, nicht so eine feste, schöne Haut, sondern eher so wie Pergament. Oder eben auch zu Entzündungen. Denn wenn, also der Gradient fällt ja, das heißt, in der Basalschicht dringen mehr Zellen ein, die Teilungsgeschwindigkeit verringert sich, wird angreifbar. Aber auch in der obersten Schicht, bei den Hornzellen, da wird dadurch, dass sie durchlässiger wird, dass das Kalzium halt eben nicht so stark und so kräftig vertreten ist, im Gegensatz zu den untersten Schichten, der wird weniger Lorikrin gebildet. Das war eben dieses Protein, was dazu führt, dass ja, die Hornzellen auch wirklich gebildet werden. Und
das wird halt im Laufe des Lebens wird es immer durchlässiger. Und entsprechend kommt es auch zu vermehrten bakteriellen Infektionen, weil die Hornzellen die Haut nicht mehr so schützen. Also wenn die Haut im Alter so mit Flecken und halt nicht mehr so kräftig ist, dann weil eben die Hornzellen das nicht mehr so gut uns schützen. Und ja, und das ist halt ein sehr, sehr interessanter Aspekt. Und was können wir nun tun, um diesen Effekt ja, ein bisschen aufzuhalten? Einfach ja, unsere Haut länger zu schützen. Neben natürlich einer gesunden Ernährung, einem stressfreien Alltag, weil Stress ist ein ganz großer Punkt, der viel zu häufig in so eine spirituelle, esoterische Ecke gedrängt wird. Aber ich habe dazu schon ein Video gemacht, dass es tatsächlich auch oxidativen Stress in unserem Körper auslöst, dass Stress absolut ein Risikofaktor ist für auch Krebs und für fast alle Krankheiten, die wir haben, die auf Entzündungen basieren. Und das sind fast alle. Ja. Und ja, was können wir tun? Was macht die Kosmetikindustrie? Das ist das, wo so der erste, warum ich mich damit informiert habe. Warum ist Calcium in diesen Cremes oft enthalten? Es ist genau das. Wenn du Calcium da zuführst von außen, also wenn da kein Calciummangel entsteht, sondern wenn du in die äußerste Schicht immer wieder Calcium reinpumpst, indem du es auf die Haut machst und die Haut das aufnehmen lässt, nicht aufnehmen. Weil, also Calcium aufnehmen ist ein ganz, ganz großer Risikofaktor. Man sollte lieber zu wenig Calcium aufnehmen als zu viel. Weil das ist ein, also ich hatte da mal ein Video dazu gemacht, ich hoffe, ich finde das noch. Ansonsten einfach Calcium or Spirit eingeben bei YouTube, da findet ihr das Video. Da gibt es viele Risikofaktoren. Die Sterblichkeit erhöht sich. Das Problem der Kalzifizierung ist auch ein großes Problem. Also mit Kalziumeinnahme vorsichtig sein. Auch Veganer haben überhaupt kein Problem mit Kalzium, wenn sie ein bisschen schauen, was sie essen. Aber wenn du das quasi transdermal machst über die Haut, und da hatte ich auch schon mal ein Video gemacht bezüglich Magnesium, dann ist es so, dass ja, die Haut das aufnimmt, so was sie braucht. Und eher die Tendenz dazu geht, dass ja, transdermal die Sachen nicht so gut aufgenommen werden, in puncto, ja, es nicht so viel aufgenommen wird und dass man das als negativ betrachtet, aber eigentlich was Positives ist, weil der Körper nur das nimmt, was er wirklich braucht. Und da könnt ihr eben Folgendes machen, dass ihr, wenn ihr das Magnesiumöl auch schon nutzt, was ich euch in einem Video mal vorgestellt habe, das ist einfach Wasser und Magnesium mixen, dann könnt ihr einfach Folgendes tun. Ihr macht noch Calcium rein. Und da tut ihr einerseits ja, einen Magnesiummangel vorbeugen, weil ihr ja, eben auch Magnesium aufnehmt, wobei die Aufnahme oral bei Magnesium weniger problematisch ist als bei Calcium. Und ihr tut was für eure Hautalterung, das heißt, eure Haut altert nicht so schnell. Und Magnesium und Calcium, die Frage ist immer, ja, wie zusammen ist es so cool, das zusammen aufzunehmen, wenn man das tatsächlich gemeinsam aufnimmt, also oral, dann ist da eher, dass man dann sagen kann, hey, muss man ein bisschen aufpassen, als wenn ihr das einfach dieses beides hier auf die Haut schmiert. Der Körper nimmt sich dann einfach die Mineralstoffe, die ihr benötigt. Und ich habe euch auch wieder unten ein Calcium, also für mich das Calcium, was ich mir raus, ich habe mir jetzt das auch bestellt, also ich habe ja das für mich recherchiert und finde das gut und dieses Calcium kostet gar nichts. Habe ich mir einen großen Eimer bestellt für unter 10 Euro, der hält wahrscheinlich ein Leben lang und das mixe ich jetzt zusammen mit dem Magnesiumöl und besprühe mich halt. Und ich habe das auch immer in meiner Flasche, also diese Sprühflasche ist auch das, wenn ich mir sozusagen den Hintern abwische, ich mache das ja nur feucht, weil mit trockenen Papieren Hintern abwischen ist ja einfach, ja, ist für mich mittlerweile unhygienisch geworden. Ich kann das einfach, ich fühle mich da nicht so, ich muss das feucht machen. Und dann nehme ich halt eben ja, Papier und mache das halt feucht. Und das ist halt eben auch drin. Und ja, und für die Haut auch einreiben mit Calcium, Magnesium, das kostet nichts. Und ja, man tut offensichtlich was für seine Hautalterung. Und ja, tut sich quasi jeden Tag so in ein mineralreiches Meer hineinbegeben. So visualisiere ich mir das, weil das Meer ist ja total mineralreich. Und wenn man dann halt oft schwimmen geht, dann nimmt das Haut ja auch die Mineralien auf. Und ja, wir gehen hier ja nicht mehr so oft ins Meer. Und tut uns vielleicht gar nicht so schlecht, wenn wir häufiger in so ein Meer gehen würden. Na klar, man kann Basenbad machen, man kann Mineralstoffbad machen, aber man kann sich da ein bisschen einsprühen mit Calcium und Magnesium und ja, tut da auch was für seine Hautgesundheit. Und ja, das ist so meine Inspiration, das Wissen, was ich mir da erarbeitet habe. Ich bin mir sicher, der ein oder andere kann damit was anfangen, würde mich da immer über den Daumen nach oben freuen und ja, wir sehen uns dann
übermorgen wieder. Eventuell hat ja der ein oder andere von euch doch schon Erfahrung gemacht mit Calcium, transdermal und kennt die Zusammenhänge und kann aus Erfahrung berichten. Da würde ich mich freuen, in den Kommentaren mit euch darüber zu reden. Alles klar? Na dann, macht's gut, einen schönen Tag. Ciao.